Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Check 2 Renegade. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und ihr seht schon, wir befinden uns auf einem ziemlich coolen Labor, muss man ganz ehrlich sagen. Und wer dieser Typ ist, das ist nämlich Vin. Der arbeitet auch für die Organisation, wo auch Thorn befindet, also für den Untergrund. Den haben wir allerdings in der letzten Folge befreit, weil der war umzingelt von den Metallschädeln. Und jetzt laut Missionen müssen wir jetzt Folgendes machen. Zerstöre die Eier auf der Bohrinsel. Und das werden wir jetzt genau machen. Das heißt wiederum, wir müssen natürlich wieder durch das Warpfeld hindurchgehen und dann müssen wir halt quasi die Eier zerstören. Nun gut, ich würde sagen, auf geht's! Okay, da sind wir. Ja, und ihr seht schon, diese komischen, grünen, großen Kreise, das sind die Eier von dem Metallschädel. Und die müssen wir irgendwie zerstören. So, hier ist noch ein Schädelkristall. So, und hier noch einer. Und es geht nach oben. Alles klar. Ah, Moment mal. Ja, seht ihr, jetzt haben wir so ein Geschütz. Das können wir jetzt benutzen und somit auch die Eier zerstören. Und das Problem ist, die Metallschäle kommen jetzt auch noch. Kann ich nicht den hier zerstören? Er schießt den Metallschädel, wenn er seinen Schild bewegt. Ach, da unten ist er. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Wo ist er? Ah! Ich glaube, nee, hier oben sind noch welche. Noch irgendwo? Ich glaube nicht. Nee, wird auch sogar null angezeigt. Okay. Soweit, so gut. Ah, hier haben wir so ein Orb. 10 Stück habe ich schon mal. Oh Gott. Okay, Leute, wisst ihr was? So, jetzt kommt Dunkler Jack. Damit hast du nicht gerechnet, was? Wir haben jetzt schon über 80 Kristallschädel. Nicht schlecht. Okay, Muni bin ich wieder voll. Sehr schön. Kann ich nicht hier hoch? Nee, schade.
Ah, Moment mal, Moment mal. Nee, nee, darauf falle ich jetzt rein. Will hier schon gerne abknallen. Bin auch nicht so blöd. Gehe jetzt schon nach oben. So, alles sind tot. Wunderbar. Voila. Gott sei Dank, ich bin jetzt wieder voll. Oh Gott, das ist ja so ein Metallschädel. Kann ich den hier abknallen? Ach, der zerstört hier die Brücken, wie fies. Wir haben ja fast 100 Kristallschädel. Wie krass. Wow, ey, ey! Was soll das denn? Wow, wow! Okay, ich höre noch einer, aber ich sehe den nicht. Egal, solange jetzt nicht hier bei mir ist, ist soweit alles gut. Von wo? Ach, hier oben ist einer. Hey, hey, bleib stehen. Hier. So, das war's. Wunderbar. Okay, und jetzt wieder nach unten, wie es aussieht. Oh Gott, ich bin ja fast tot. Das gibt's doch gar nicht. Nein, das darf doch nicht passieren. Ich muss doch hier leben. Oh Gott, hier, so, hier ist wieder so ein Orb. Wow. Ey, wie krass. Nur ein Schuss und er ist tot. Lappen. Okay. Da unten ist eine Plattform. Sehr schön. Oh Gott sei Dank, leben. Okay, den kriege ich wohl nicht mehr. Ist auch egal. Ich meine, das ist jetzt hier wirklich die letzte Station. Dann haben wir es geschafft. Okay, ich meine, das waren jetzt hier die letzten. So, jetzt zerstören wir erstmal hier die letzten Eier. Hm.
10 Stück, aber wo sind die? Ach, da oben. Oh, das ist nicht so gut. Das ist ganz und gar nicht gut, aber egal. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Echo für die Stadt haben. Gut gemacht. Oder das war doch ganz gut. Ich dachte, jetzt zerstören wir ein bisschen die Stadt, aber nee, Gott sei Dank nicht. Wunderbar, dann hätten wir es auch schon mal geschafft. Oder besser gesagt, erledigt. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich das zum ersten Mal geschafft habe, weil ganz ehrlich, wo ich damals privat gespielt habe, habe ich glaube ich 2 oder 3 Versuche dafür gebraucht, um das hier durchzuspielen. Aber hey, ich habe es geschafft. Ah, da sind wir nun. Gott sei Dank, aber wo ist denn Vin? Der ist ja auf einmal weg. Naja. Okay, wie es aussieht, können wir jetzt entweder zu Crew oder zu Thorn. Ich schau mal auf der Karte, was am nächsten ist. Okay, wir sind jetzt hier. Okay, ich würde mal sagen, wir fahren oder gehen tatsächlich zu Crew. Der gute, alte, fette Crew. Mal schauen, was er diesmal für uns hat. Wahrscheinlich auch schon wieder nur Schmutzaufgaben. Wir machen ja nur seine Drecksarbeit. Der ist einfach so gierig. Und so klump. Und der frisst wahrscheinlich so viel und einfach alles. Vor allem, der hat gemeint, der würde auch sogar Dexter fressen oder seinen Pelz als Pelzmantel tragen sogar. Ja, dieser Kerl ist einfach nicht zum Spaßen hier. Er ist einfach nur eklig. Gehe zu Fuß weiter. Eklig und dick. Hey Zuckerpuppe, neu hier? Sag mal, hast du was Scharfes? Moment, dich kenne ich doch. Du gehörst zum Untergrund. Psst, ich bin Tess. Ich spioniere in Thorns Auftrag Crew aus. Macht mit, vielleicht finde ich ein paar von Crews Geheimnissen raus. Ich liebe verdeckte Arbeit, Schätzchen. Aber zu zweit geht das viel besser. Komm, ich helfe dir. Wow, ganz schön viele Flaschen hinten. Oh, das ist... Das geht runter. Oh Mann, glaubst du, das ist echtes Gold da drin? Und was ist mit dem Lila-Zeugs? Jack, genau. Du und die sprechende Ratte da. Ihr müsst für mich ein paar Dinge einsammeln gehen. Hey, Schwabbelback, wie läuft's denn so? Was ist mit dem los, hä? Gar nichts. Mir ist gut. Ich will mal einkranken. Wow, ich hab ganz viel Mut. Hör zu. 6 meiner Kunden in der Stadt haben Geld für mich deponiert. Ihr müsst die Geldsäcke so schnell wie möglich einsammeln und neugierige Wachen ausschalten. Wenn ihr zu spät seid, schnappt sich vielleicht ein Stadtbewohner den Geldsack. Weißt du, was dein Freund ist, Crew? Das Kreiflik. Könntest hier super Laden haben. Hoppe, kippen, wie mir tanzen. Mehr Frauen! Jack, holt mir die 14 Geldsäcke, bevor sie weg sind, und bringt sie hierher. Verliert ihr einen, dann lasst euch besser nie mehr hier blicken, klar? Okay, alles klar, jetzt muss man anscheinend als Lieferant spielen. Mission? Sammle Geld für Crew, oh Gott. Jetzt will er auch noch Geld haben. Gut, wer will bitte schon nicht Geld haben? Oh Gott, das war diese Mission. 14 Stück! Und das war eine Zeitmission, oh Gott. Ey, was? Was zur... Ich habe doch nichts gemacht! Hey, was habe ich denn gemacht? Warum werde ich jetzt hier einfach angegriffen? Oh Gott. Ich komme nicht mehr hier raus!
Ja, ich kann die Mission glatt vergessen. Mission gescheitert. Nochmal versuchen. Ja, bitte. Was war das denn, bitteschön? So. Und weiter geht's. Was habe ich denn bitte schon gemacht? Ich habe doch keine Crimson Garde umfahren. Okay, ich sehe jetzt schon. Das ist extra so gemacht. Oh, wie gemein. Als ob das Geld einfach so auf der Straße hier rumliegt. Das gibt's doch gar nicht. Wir machen so, bitteschön. Das kann doch hier fast jeder hier einsammeln. Oh Gott. Oh Gott, wie soll ich das machen? Ich... Oh, Mann. Ja, vielen Dank. Oh Gott, was ist das denn für eine Mission? Ah, die habe ich immer sehr gehasst. Ich verstehe echt nicht, warum greift die Crimson Guard uns an? Ich will doch hier nur Geld einsammeln. Oder was hat Crew wieder ausgeheckt? Dieses mega Ekelpaket. Ja, ich habe vergeigt. Noch einmal. Meine Fresse, wie soll ich bitte schon das Geld einsammeln, wenn das... Fahrzeug auch so komisch dreht. Steig aus dem Fahrzeug. Da muss man irgendwie genau in den richtigen Moment irgendwie drehen. Und ich kann nicht langsam werden und auch nicht so schnell. Weil entweder packt die Crimson Garde mich oder ich bin so ein Trottel und fahre einfach irgendwo gegen die Wand. Und das Fahrzeug ist dann auch kaputt. Vergiss es. Was? Alter! Was war das denn gerade? Warum habe ich gerade so wenig Zeit bekommen? Hey, das geht doch ganz und gar nicht. Das Spiel will mich hier komplett veräppeln. Boah, ich hasse dieses Level jetzt schon. Ja, vielen Dank. Okay, hier ist noch ein Fahrzeug. Komm, komm, komm. Komm, keine Zeit, keine Zeit. Oh, Jack. Oh, ich hasse das. Stopp. Stopp das Fahrzeug. Ja, wenigstens bekommen wir hier neue Zeit hinzugefügt. Das ist wenigstens was Nettes. Oh, vorsichtig. Komm, noch eine. Noch ein Beutel voller Geld. Oh, geschafft. Gott sei Dank. Das Geld zurück zur Crew. Okay. Bitte. Kriegen wir dann eine neue Mission, wenn wir das Geld zurück zu Crew bringen? Warte, ich guck mal. Sammeln wir Geld für Crew? Okay, wir müssen anscheinend doch erstmal zurück zu Crew. Aber interessant, wir können eigentlich noch zu Thorn. Ne, wisst ihr was? Ich gehe einfach hier zu Thorn, ne? Crew kann erstmal schön sein Geld erstmal nicht bekommen. Eieiei. Ach, Quatsch. Er muss natürlich sein Geld bekommen. Nichts entdeckt. Auch wenn ich den Kerl nicht mag.
Ihr seid echte Geldeintreiber. Hier ist euer Waffenbund. Jetzt haut ab! Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Glaub mir, Kumpel, so lange kannst du gar nicht schlafen. Also Dex hat immer echt die coolsten, witzigen Sprüche. Und ich habe jetzt Streuwaffen Feuerrate erhöht. Okay. Cool. Boah, da schießen ja noch mehr weiter raus. Okay, und jetzt haben wir erstmal nur eine Mission, und zwar mit Thor. Nein. Interessant. Vor allem, der braucht wirklich einen Schönheitsschlaf? Ach, das glaube ich ja nicht. Aber ich bin ganz froh, dass wir diese Mission hinter uns haben. Also, ganz ehrlich, ich fand, diese Mission war schon wirklich erstmal das Schlimmste, was ich je gehabt habe. Wirklich. Also, das war, wo ich sage, nee, nein, danke, das mache ich nicht nochmal. Könnt ihr mich ruhig Popolecken? Crew kann einen anderen Kerl suchen. Nein, danke. Okay, Leute, ich sehe gerade auf die Zeit und ich denke mal, ich würde mal hier wieder mal die Folge beenden, so leid es mir auch tut. In der nächsten Folge machen wir dann einfach mit Thorn weiter und schauen dann, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Story weitergeht. Gut, Leute, ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns dann das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Check 2 Renegade. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.